Lass die Motoren an für eine Produktion von Activision. Schnallt euch an für eine weitere Schöpfung von Beenox. Ja, die Legende kehrt zurück. Und zwar, ich präsentiere euch einen weiteren Bonus-Part zu Crash Team Racing Nitro Feud. Und das am 2.8.2019. Ja, ein neues Update ist erschienen, und zwar zu dem Grand Prix Turnier 2. Und da habe ich zumindest vor, euch eine weitere Strecke zu zeigen. Die auch für das Turnier halt das hier ist. Und da habe ich richtig Bock drauf. Wenn ihr auch Bock habt auf diesen Part, dann lasst eine Bewertung da, ein Abo und eure Meinung. Los geht's! Live von Activision, hier ist CTR TV. Das ist Stu. Und ich bin Stu. Richtig. Heute startet der nächste Grand Prix. Ein Event, wo irre Typen in halsbrecherischen Rennen für banale Preise antreten. Check, mein Freund, ich bin so gespannt auf die Preise der Saison. Die Fahrer müssen echt Gas geben, wenn sie im Rennen bleiben wollen. Absolut, Stu. Denn jetzt drehen wir die Zeit zurück. Siehst du diese prähistorisch famose neue Strecke? Ich sehe sie. Wow! Gab es da noch Dinosaurier? Gut, dass wir hier oben sind. Wir wären sonst echte Leckerbissen, meinst du nicht auch? Ich sehe so lecker aus. Wow, Stu. Oh, das Neueste. Ich habe süße Nachrichten für euch. Treffen wir die Fahrer, die diesmal bei der Raserei auf die Ränge dabei sind. Oh, sieh nur die Bäckchen. Oh. Herz allerliebst ist die Ansammlung von Silben, die ich gesucht habe. Chick, oh Mann, sind die niedlich. Ohohoho. Die Veteranen sollten aufpassen. Sie sind niedlich, doch sie haben echt was drauf. Knirpse haben ungeahnte Kraft. Korrekt. Hey, Chick, haben wir diesmal neue Karts dabei? Ja, klar. Und jetzt stellen wir diese Knaller vor. Stu? Das sagt wohl alles. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bratet nie ein Ei auf eurem Motor. Ich habe euch gewarnt. Wieder mal gesponsert von Activision und da bin ich mal gespannt auf die Strecke. Ich kenne die nicht, darum blind. Einzelnen prähistorischer Spielplatz. Aha, mal gucken. Fahren aber mal mit Crash. Ich bin ja mal gespannt. Abrisszeit. Schieße eine Bowlingbombe oder Verfolgungsrakete auf eine TNT-Kiste oder einen Becher ab, um das Objekt aus dem Weg zu sprengen. Okay. Aber die Strecke kenne ich ja mal gar nicht. Mal sehen, wie die zu fahren ist. Bin richtig gehypt. Aber das Turnier geht bis 26. August, habe ich zumindest gelesen. Schon krass. Wollte mir mal bald demnächst endlich die Online-Dings holen. Okay. Ist ja echt interessant. Hep. Hui! Alles prähistorisch. Krass. Ich will ein Item haben. Verdammt. So,
und ihr seid gefällig. Hui. Bevor ich das neue Projekt Pandemonium 2 starte, gibt es erstmal noch das hier. Pandemonium 2 gibt es heute Abend dafür. Das ist schon echt ein interessanter Aufbau der Strecke. Cool. Haben sie gut gemacht. Ist ja nicht schlecht. Mit viel Fantasie und ein bisschen Schmack ist dazu hinzugefügt. Das ist nicht schlecht gemacht. Ich will aber Erster werden. Fuck. Jetzt gucke ich mir mal die andere Seite an. Aber ich finde es immer geil, so dieses Crash-TV, ja. Dass die Moderatoren immer so neue Rollen bekommen, wo sie das und das einsprechen müssen. Das ist schon interessant gemacht einfach. Obwohl man die aus Crash Tag Team Racing kennt. Ein Geysir! Nee! Aber ich finde die Strecke schon schwer. Muss ich mal sagen. Obwohl das prähistorisches. Aber mir kommt es auch so vor, als ob ich die aus Crash Nitro Kart kenne. Zumindest habe ich so in einem. Eigentlich alle Skins von Crash schon? Bin mir gar nicht sicher. Aber komm, ich will zumindest Vierter oder Dritter werden. Das ist ja mein Ziel. Erster werden will ich jetzt nicht immer. Aber ich bin ja mal gespannt, wie das Ganze auf Zeit hier wird, ey. Ah, das wird ein Fest. Und wenn es irgendwelche Neuerungen oder irgendwelche neuen weiteren Updates gibt, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn es weitere neue Strecken gibt, die man zeigen kann. Wann immer wieder diese Raketen. Ey, weil ich habe erst gestern gesehen, ja, ach, neue Strecke und so. Habe ich mir das mal angeschaut und habe mir seitdem, seit 16 Uhr gibt es auch schon das Turnier. Läuft der schon eine Weile? Kommt mit, bitte. Ich will echt nicht nur Achter sein. Nicht so ein bisschen unfair. Interessant. Na gut, das war auf jeden Fall jetzt die neue Strecke. Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat und nachher gibt es Pandemonium 2. Also Leute, abonnieren nicht vergessen, unterstützt diesen Kanal. Diesen Kanal solltet ihr supporten. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, was aktuell Nitro Fueled angeht und welche neuen Updates, neue Strecken, Charaktere, was auch immer, abonniert diesen Kanal. Lasst eine Bewertung da und eure Meinung. Und bis nachher dann zu Pandemonium 2. Haut rein, bis dann und